Okay, hallo zusammen, liebes Espresso-TV-Publikum. Welcome in die Crema.de in Rhöndorf, Germany. Hier haben wir jetzt die Maxi-Mini-Vergleichsversion. Einmal die Mechanica Slim und hier die Synchronica. Die Synchronica hat jetzt hier noch eine neue Funktion, Eco-Funktion. Das heißt, nach einer gewissen Zeit geht dann die Maschine in Standby oder schaltet sich aus. Das kann man dadurch aktivieren, indem ich jetzt hier beide Knöpfe gleichzeitig drücke. Also hier zeigt es einmal 91 Grad Espresso-Temperatur, 131 Grad Dampftemperatur an. Und wenn ich jetzt beide drücke, komme ich T1, T2 für Dampf, Clean-Funktion, Eco und dann, wenn ich ein bisschen schneller bin, machen wir nochmal, Eco Zap 600 und dann kann ich hier runtergehen. Nach 450 Minuten geht dann die Maschine in den Standby-Modus oder geht aus. Müsste ich nochmal im Handbuch nachlesen, könnt ihr nachlesen. Aber jedenfalls, diese Funktion ist neu. Um jetzt zu überprüfen, ob die Maschine auch arbeitet, wollte ich nur nochmal zeigen, dieses Blech hier finde ich cool, kann man schön hier hinsetzen, das für Espresso-Tassen, weil die sind ja meistens kleiner. Ich nehme jetzt hier mal das Shotglas und so hat man ein bisschen mehr Höhe und dann spritzt es weniger. Und jetzt gucken wir mal, ob die große Maschine auch mit der kleinen Mühle arbeitet, mit der C-Manuale 54. Das ist jetzt einfach mal ein Experiment. Für die Maschine ist jetzt eher die Automatik 64 geeignet oder aber die Titan 64, einfach ein bisschen größere Mühle oder halt eine Mazza Mini oder Mahlkönig K30, also da gibt es ja verschiedene Varianten. Hier wieder schön anpressen, dass das Ganze schön homogen drin liegt. Jetzt einspannen, Hebelchen ziehen und wie mir auffällt, ich höre nichts, aber nee, die Pumpe läuft. Okay, jetzt das hier ist einfach etwas zu grob, wie ich sehe. Also dieses Ergebnis geht so nicht. Dann machen wir das Ganze einfach nochmal, gehen hier nochmal etwas mehr in Richtung fein. Bei der Mühle mal noch mal ein bisschen Totraum raus und gucken dann, wie sich das Ergebnis verändert. Weil wenn ich jetzt hier so eine helle Crema habe, ist es halt eindeutig eine Unterextraktion. Okay, und das geht natürlich nicht so gut. Deshalb habe ich jetzt hier ein bisschen feiner gestellt vom Mahlgrad und pinsel das hier aus und dann gucken wir einfach mal, was ich hinbekomme, wenn der Mahlgrad feiner ist. Vielleicht habe ich jetzt auch zu fein gestellt, das werden wir gleich sehen. Jo, schaut schon fast zu fein aus, aber wie gesagt, ist einfach Try and Error, wenn man das Ganze spontan macht. So, jetzt hier nochmal Flaschen, jetzt brauche ich nochmal frisches Material, hole ich mir sofort. So, ist ja gut, wenn man etwas Vorrat hat. So, hier einspannen, Hebelchen ziehen und schauen, was passiert. Ja, jetzt kommt gar nichts raus, das heißt, ich bin zu fein gegangen, okay. Jetzt haben wir hier eine Überextraktion. Also zuerst eine Unterextraktion, sehr helle Crema. Und jetzt tröpfelt das nur so raus. Also Überextraktion, okay. Stelle ich gleich mal nebeneinander. Hier male ich jetzt wieder etwas raus. Also wie wir sehen, jetzt in 44, 45, 46, 47 Sekunden
kriege ich nur so wenig Espresso raus, das ist eine klassische Überextraktion. Okay, also einmal unterextrahiert, schießt natürlich raus, sehr helle Crema, überextrahiert, kommt sehr wenig raus, sehr dunkle Crema, und das kann es natürlich auch nicht sein. Also wir wollen ja eine richtig gute Extraktion haben, und deshalb muss eben der Mahlgrad an der Mühle schon genau stimmen. Wenn der nicht stimmt, dann ist das Ergebnis schlecht. Und deshalb machen wir jetzt last but not least die goldene Mitte. Einen dritten Versuch. Hier natürlich nochmal rückspülen. So, wahrscheinlich ist das immer noch zu fein, aber das sehen wir. Das ist jetzt einfach eben Versuch und Irrtum. So, jetzt brauche ich nochmal frisches Material, haben wir gleich. So, eins und zwei. Und drei und vier lassen wir hier nochmal schön laufen. So, hoi. Und da kommt es irgendwie jetzt ganz anders raus. Was ist denn hier passiert? Ich fürchte, die Extraktion ist jetzt schon wesentlich besser. Jetzt testen wir nochmal die Aufschäumaktivität der Maschine. Ja, und jetzt hier beim Shotcounter höre ich jetzt einfach mal bei 26 Sekunden auf. Und wie ich sehe, habe ich auch ungefähr 25 Milliliter erreicht. Also das Ergebnis ist gut. Jetzt hier wird es heiß, höre ich auch auf. So. Hier nochmal abwischen, nachdampfen. Jo, jetzt sehen wir hier die drei verschiedenen Stufen. Unterextrahiert, schon besser extrahiert und hier überextrahiert. Okay, das wollte ich einfach nur mal zeigen vom Prinzip her, wie sowas ausschaut. Und das hier sollte eigentlich erreicht werden, okay, also 25 Milliliter, 25 Sekunden, Pi mal Schnauze, und jo, dann kann man hier, gieße ich einfach mal was ab, dann tue ich mir leichter, weil das ist uns zu viel Menge. Und jetzt hier mein zweiter Versuch mit dem ECM-Milchschaumkännchen, und jetzt gucken wir mal. Ja. Wunderbar, klappt doch gut. So, nochmal testen, und dann trinken wir später mal ein Bierchen. Jetzt ist schon später Nachmittag, also normalerweise ist der Cappuccino nicht mehr drin, aber ich möchte das Ergebnis testen. Gut, sehr gut, wunderbar, super. Hier natürlich nochmal schauen, wie der Puck ist. Ob der okay ist, ja, der ist einigermaßen okay, passt. So, sauber machen. Siebträger sollte immer sauber sein. Und dann hier natürlich nicht vergessen, nochmal nachzuspülen, damit einfach auch das Duschsieb an der Brühdusche und Brühgruppe alles sauber ist. Okay, that's it. Coole Maschine, wie immer, macht Spaß und kann ich nur empfehlen, geile Qualität. Okay, ciao.